Craft Attack, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Craft Attack. Und ja, in der letzten Folge haben wir ja nochmal hier, oder habe ich euch die Gastfarm gezeigt. Und jetzt stand im Raum, ob wir hier ein Minecart nach oben fahren lassen. Irgendwie ständig in einem Kreis oder halt immer hoch, runter. Also, dass hier sozusagen der Start irgendwo ist. Und dann immer drücke ich auf den Knopf, fahre hoch. Und dann wieder runter und dann wieder aussteigen und so weiter. Ob das überhaupt funktioniert. Deswegen habe ich jetzt mal so einen Weg gebaut. Und jetzt gucken wir uns das mal in Ruhe an. So, wir machen mal die Pigments hier in Ruhe weg. So, die gehen weg. Ich habe das übrigens schon probiert. Aber ich möchte es euch gerne nochmal im Video zeigen. Ich habe jetzt innerhalb von kürzester Zeit zwei Gasts gehabt. Man muss das Ganze im Prinzip dann halt immer nur aufräumen, sage ich jetzt mal. So. Und da kommen jetzt die hier. Und ihr seht, es spawnt jetzt gerade nichts nach. Und jetzt stellt euch mal vor, diesen Weg, den wir jetzt hier hochklettern, machen wir mit einem Minecart. So, nach oben. Und ihr seht schon, da kommt was. Einige haben gemeint, einen Aufzug bauen mit Loren. Ich glaube, das ist einfach viel, viel aufwendiger, wenn ich da jetzt noch einen Aufzug baue. Guck, es spawnt alles hier in Ruhe. Und es müsste eigentlich auch bald ein Gast kommen. Och Mann, das ist natürlich der Vorführeffekt. Aber ich werde hier jetzt schon mal so eine Art Drehkarussell dann machen. Also was heißt Karussell? Einfach, dass wenn man hier oben ist, das dann gewendet wird und man denselben Weg wieder runterfährt. Brauche ich hier oben die Plattform. Ihr seht, es ist alles nachgespawnt. So, jetzt ist das Problem, oh, kein Gas dabei. Dann fährt es Minecart ja automatisch wieder nach unten, ne? Mit dem Aufzug, also mit dem Schienensystem hier, fährt automatisch wieder nach unten. Ich kann unten halten, kann wieder hingehen und sagen, hey, die Pigments sind mir zu viele und kann sie töten. So, als zweite Option haben wir dann noch die Iron Golems, die in Planung sind. Aber da bin ich mir nicht zu 100% sicher, ob ich das mache mit den Iron Golems. Ich will es jetzt erstmal so probieren, weil, guck, jetzt bin ich wieder... Oh, fuck! Ah! Bin ich natürlich unten angekommen. Ihr seht, zu viele Pigments. Okay, will ich mir nicht geben. Deswegen gehe ich wieder nach oben. So, mit dem Minecart. Stellt euch einfach vor, das, was ich hier laufe, wird mit einem Minecart gemacht. So, gehe ich wieder hoch. Bin dann an einer bestimmten Stelle. Und ihr seht jetzt gleich unten, spawnt einiges nach. Sollte zumindest. Ja, also es passiert auf jeden Fall. Aber gerade der Vorführeffekt, es ist kein Gast. Mann, ich habe gerade eben, als ich das getestet habe, zwei Gasts direkt hintereinander gehabt. Vielleicht muss man halt einfach wirklich ein bisschen warten. Vielleicht soll ich hier oben auch so eine Art Stopp-Dingens machen. Dass man hier oben gucken kann. Ach, guck da, da. Guck, man muss gar nicht lange warten. Man muss überhaupt nicht lange warten. Man muss ein bisschen Geduld haben. Dann geht man runter, geht hin. Öffnet das Ganze hier und läuft es hier erstmal durch. Läuft ein bisschen zickzack wegen dem Gast und macht dann Batz und schon hat man das Zeug. Sehr geil, oder? Und jetzt gehen wir hin und gehen zur Goldfarm und bereiten dort das Schienensystem vor, weil ich brauche natürlich Goldschienen dafür. So, wir können auch easy peasy so runterspringen. Ich brauche ein bisschen Gold, wie gesagt. Dazu haben wir hier ein bisschen Gold am Start. Komm, wir gehen mal hier kurz durch und sortieren aber die Schwerter hier aus. So, so, so. Und ich habe noch 6 Schienen, okay. Und wir brauchen noch, normale Eisenschienen. Ich werde das mit den Iron Golems mal ein bisschen nach hinten verschieben, weil ich diese Taktik eigentlich auch ziemlich, ziemlich nice finde, muss ich sagen. Und ich hoffe, ihr habt verstanden, wie ich das meine. Ihr habt ja gesehen, also ich denke, das ist deutlich effektiver. Und so spawnen dann immer wieder neue Mobs nach. Und ich kann nach Belieben dann unten aussteigen, den Gast töten. Das finde ich halt optimal. So, ich hoffe, jetzt Achtung, wenn ich jetzt hier hingehe, dass die Farm intakt ist, dass die nicht kaputt ist, dass die keiner zerstört hat. Also das Looting-System, weil sonst kriege ich wieder einen Vogel. Immer, irgendeiner macht es irgendwie immer kaputt. Es ist dann irgendwie immer kaputt. Early Boy hat mir sogar gestern geschrieben. War vorgestern. So, oh. Oh, da haben wir sogar direkt was hier am Start. Ich brauche nur Redstone gleich. Warte mal. Die Iron Ingots hier nehme ich mit. Ich meine Gold Ingots natürlich. So, zack.
Zack, perfekt. Haben wir schon mal 52, dadurch können wir ein paar Schienen herstellen. Und ich habe hier Redstone, jawohl. Perfekto, so, machen wir zack, zack. Und stellen jetzt erstmal noch ein paar normale Schienen her. So, warte. Zack, zack, so. Und die müssen auf jeden Fall reichen. Und dann noch ein paar Redstone-Fackeln. Eisen habe ich auch noch genug am Start. Da brauche ich eigentlich... Ne, so viel brauche ich nicht mal. So, wir lösen das auf und machen jetzt erstmal... Achtung. Warte. Ich kann 10 von denen machen. Machen wir mal 5 von denen. Nein. Machen wir mal 8 von denen. So. Und jetzt machen wir normale Schienen hier. 16 Stück. Das soll auf jeden Fall reichen. So, so. Und ein Minecart natürlich. Und ja, jetzt gucken wir mal, ob wir das Ganze zum Laufen kriegen jetzt noch. Das wäre nämlich optimal. Dann muss ich den Weg nicht immer hochdappen. Dann haben wir eine gemütliche Minecart-Fahrt. Und ja, das finde ich doch praktisch, oder? Oder nicht? Also ich finde es durchaus praktisch. Ihr habt gesehen, dass das funktioniert definitiv. Vielleicht ist es halt nicht die effektivste Farm. Vielleicht geht es noch effektiver. Aber hallo, Leute, was habe ich schon alles erreicht? Na, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, eine Pigment-Farm zu bauen. Ich habe es geschafft, eine Blaze-Farm zu bauen. Und jetzt haben wir hier noch eine Gast-Farm am Start. Das finde ich überragend, Leute. Das finde ich überragend. Sie ist nicht so effektiv, aber deutlich effektiver als im Nether rumzurennen. So. Ab nach oben. Und dann gucken wir, dass wir das mit den Iron Golems, ich weiß nicht, das mit den Eisen Golems, schreibt mir bitte mal in den Kommentaren, soll ich das überhaupt machen? Also, ich sollte es eigentlich machen, weil jetzt habe ich unten drunter dieses Schienensystem aufgebaut. Und das wäre jetzt eigentlich halt, ja, ich möchte jetzt mal sagen, ziemlich doof, wenn ich das nicht benutzen würde, oder? Weil dafür habe ich ewig lange gebraucht, um das zu erbauen. So, okay. Start ist das Ganze, ist alles, starten soll das Ganze, pass auf, hier würde ich jetzt mal sagen, so, machen wir mal hier das da, und so, also dann ist hier im Prinzip diese Lore, und dann machen wir das Ganze, so, nein, das verbindet sich zwar, aber Moment, wir müssen halt gucken, dass es genug Power hat, um nach oben zu kommen. Moment. So. Also 1, 2. Hä, warum geht das nicht? Das kann nicht schräg nach oben gehen. Gut zu wissen. So. Dann müssen wir das Ganze nach hinten verschieben. Moment. So, machen wir das hier mal weg. Und das da weg. Das da weg. Das da weg. Und das hier weg. So, und dann zack, zack, zack. Nein, das da muss auch noch weg. So, und zack, zack, so, okay, so, 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 dann, ach Gott, ich muss das Ganze jetzt ein bisschen umbauen, Mist, okay, so, dann eine solche Schiene, und geht das? Nein, das geht nicht so, ne, Mann, so, oh, jetzt ist das Zeug runtergefallen, nein, so, hä, warum konnte ich die nicht einlesen? Warum? Das ist jetzt eine Frechheit, so. Das heißt, wir müssen dann sowas hier machen. Also, zack, zack, so. Wobei, die hier kann ja eigentlich schon gepowert sein, ne? Warte. Wir müssen das Ganze jetzt ein bisschen umstrukturieren, da ich das... Oh Mann, ich sammle das Zeug hier nicht ein. Warte mal. Wir setzen das jetzt einfach mal hier hin, so. Das Minecart, so, genau. Dann können wir das alles hier in Ruhe dann immer einsammeln, Moment. Ach Gott, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich... Ja, ich habe einfach ein bisschen gefailt. Sorry an der Stelle. Zack, 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 so. Müssen wir halt ein bisschen was abbauen. So, und wieder einsammeln. Zack, zack, zack. Und jetzt, einen Block, der sich dreht. So. Und dann so. Und der hier kann eigentlich schon nach oben zeigen. So, ne? Zack. Und zack. Nein. Ha, falsch. So. Das geht nur von unten. Hä?
Nein, 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 das muss so sein. Das muss so sein. Zack, zack. So. Okay. Und von hier machen wir das am besten. Warte. So eine gedrehte. Zack. Zack. So. Und das muss jetzt wieder hier nach oben zeigen. Also so und so. Okay, jetzt habe ich den Dreh raus. Jetzt weiß ich ungefähr, wie ich das bauen muss. Ich habe nämlich ein bisschen gefailt, möchte ich jetzt mal behaupten. So, zack. Und zack, nein. Ach, ja, das habe ich gemeint mit failen. So, und dann so. So. Ich weiß jetzt nicht, was ich hier jetzt gerade falsch baue. Aber. Ach so, warte. Das Ganze muss hier hoch. So. Da. So eine. So eine. Und das hier muss jetzt eine Kurve sein. Hä? Im Prinzip. Nein, geht nicht. Ich bin gerade einfach ein bisschen durcheinander. So. Okay. Doch, ich baue es richtig. Mann! Dann zack. Und zack. Dann eine normale Schiene, die sich dreht in diese Richtung. Aber die hier soll nach oben zeigen. So, warte. Also so, zack, zack. Und dann wieder hier so eine. So, und die soll wieder nach oben zeigen. Und die hier auch. Oh Gott, ich hab's gleich, Leute. Ich hab's gleich geschafft. Mann. Da könnte ich das ja im Prinzip so machen. Moment. Da noch so eine hier hoch. Und dann Kurve, Kurve. Diese soll nach oben zeigen. Das heißt, einmal, zweimal. Eins, zwei, drei. Und jetzt sind wir gleich oben. So, machen wir das jetzt mal. Und dann, so, Kurve, Kurve. Und nach oben, oben, so. Und dann soll ich das Ganze einmal hier hin bewegen. Moment, machen wir das von mir aus. So hin. Warte. Zack. Dann kann man von hier oben dann gucken. Und jetzt muss ich einen Knopf machen. Och Gott, Mann. Ich hab's gleich, Leute. Oder halt so einen Knopf. Ist egal, was für ein Knopf. Aber ich brauche da definitiv einen Knopf. Was werfen wir weg? Was werfen wir weg? Die Knochen werfen wir jetzt mal weg. So. Und dann zack, zack. Dann ist hier so ein Knopf und der aktiviert die Schiene wieder zurück. Jetzt müssen wir halt allerdings erst noch das Redstone anbringen. Moment. Würde das gehen? So, zwei Schienenparts schon mal aktiviert. Hier, die sind auch aktiviert. Nice. Dann kann ich auch das da raus machen hier. Und das aktivieren. Und hier auch das da aktivieren. So. Perfekt, 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 perfekt. Ohne Witz. So. Alter Schwede, ey. So. Und wenn ich jetzt hingehe und hier mich reinsetze. Ja, funktioniert's. Ich fahre nach oben. So. Bin oben, kann runter gucken und sagen, yo, jetzt ist mir genug gespawnt und fahr wieder runter. Yay. Achterbahn. Woo. So, okay, die Achterbahn ist allerdings noch nicht ganz perfekt, weil... Ah doch, geht alles klar. Fuck, wow. Okay, hier muss ich vielleicht noch sowas machen. Alles klar, alles klar. So, jetzt gehen wir mal hin und clearen das Ganze. Und testen das Ganze nochmal, so. So, woo! So geil. Jetzt haben wir eine Nether-Achterbahn. So, ihr seht, jetzt ist das Ganze gecleared. Jetzt muss ich nicht mehr nach da hinten laufen. Jetzt kann ich abwarten. Und gut, es sind ein paar Endermen drin, aber das sollte nichts großartig ausmachen. Geh weg. So, du auch. So, komm. Gut, okay, dann steige ich ein und fahre nach oben und guck mir die Sache dann von oben an. So, wow, 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 alles spawnt nach. Kurz warten. Bisschen. Ja, da ist der Gast. Guck. Und dann zwei Stück sogar. Zwei Stück sogar. Ohne Witz, ohne Witz, ohne Witz, ohne Witz. Das ist doch so geil, Leute.
Also, wow, die schießen jetzt halt auf uns. Aber es sollte nichts großartig ausmachen. Zwei Ghasts, die auf uns schießen. Nice, nice, nice. Okay, jetzt müssen wir halt, die Pigments sind halt eigentlich so ein Problem. Wow. Haben die sich jetzt gegenseitig getötet? Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, 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 nein. Der fliegt, wow. So, zack, zack, hab das Zeug. Oh, 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 Action. Und zack, so. Gut, dann geht man wieder hier hin. Sorgt dafür, dass alles runterfällt. Und alles ist gut. So. Die fallen alle runter. Alles schön und gut. Und, Moment. Bringen wir noch kurz um hier, die da. So. Komm, und dann fahren wir wieder hoch. Yay! Alter. So. Jetzt sind wir hier oben. Und direkt ein neuer Gast nachgespawnt. Ein bisschen warten. Vielleicht, bis ein bisschen mehr nachgespawnt ist. Aber es ist auf jeden Fall wieder ein Gast da. Nice. Okay. Jetzt ist es halt wichtig zu wissen, mit dem Schienensystem darunter. Soll ich das mit den Iron Golems machen? Also eine Iron Golem Armee da hinsetzen? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. So. Woo! Bats! Nice! Jawohl, das macht mich gerade ein bisschen glücklich. So, noch einmal jetzt zum Abschluss. Möchte ich das machen? Einmal zum Abschluss. Zack, zack. So. Geil, geil, geil. Also so kriegt man deutlich mehr Ghasts zusammen, als im Nether rum zu... Da ist schon wieder einer. Guck, da ist direkt einer nachgespawnt. Das finde ich geil. So, Moment. Gehen wir wieder kurz rein. So. Wow. So. Und machen hier... Bats! Und der nächste ist down. Sehr schön. Vielleicht sollte ich da noch Eisengitter machen, damit er mich nicht trackt oder so. Irgendwie außenrum. So, oder irgendwie... Ja gut, durch die Slabs trifft er mich eigentlich kaum. So, jetzt bin ich wieder oben. Eine Runde chillen, warten, bis ein bisschen was nachspawnt. So, da hinten sind Magma Cubes. Alter, wie viele Magma Cubes! Das ist zusätzlich noch eine Magma Cube Farm. Ohne Witz, Leute. Das ist auch mega effektiv. Das ist auch richtig gut. Okay, jetzt ist es kein Ghast, aber sowas hier. Von daher, Leute, an der Stelle... Warte, wir fahren jetzt einfach runter. So. Ey, ohne Witz, ich finde es gerade ziemlich cool, dass das so funktioniert. Und guck mal, wie viele Magma Cubes. Also man hat hier sozusagen jetzt eine All-in-One Nether Farm. Das finde ich halt geil. Und deswegen, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal und tschüss.